Stadtrates im Konzertballhaus Neue Welt. Bevor wir mit der Tagesordnung beginnen, habe ich die schöne Aufgabe, runden Geburtstag zu gratulieren. Ich werde zu Ihnen hinkommen, aber vorab nenne ich, dass Herr Wolfram Keil seinen 50. Geburtstag hatte, Mario Seifert seinen 50. Geburtstag hatte und René Hahn den 40. feiern konnte. Stelle ich die ordnungsgemäße Einberufung zur heutigen Stadtratssitzung fest. Bisher sind 41 Stadträte erschienen und damit ist der Stadtrat beschlussfähig. Bisher entschuldigt für heute haben sich Stadträtin Julia Drechsel und Stadtrat Professor Drechsler. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich auf die geltenden Regeln aufmerksam machen. Da zuerst natürlich die geltenden Hygienevorgaben benennen und Sie bitten, die auch einzuhalten. Insbesondere den Mindestabstand zu anderen Personen von 1,50 Meter. Dann bitte ich Sie, dauerhaft die Mund-Nase-Bedeckung aufzubehalten und zu tragen. Bei der Rede dürfen Sie die Maske runternehmen und die gesamten Des Weiteren haben wir folgende Verhaltensregeln für unsere Stadtratssitzungen aufgestellt. Erstens, Bild, Ton, Film, Videoaufnahmen aller Art sind generell nicht gestattet, außer hier im hinteren Saalbereich, den ich der Presse für die Stadtratssitzung zugewiesen habe. Auch für das Konzert- und Ballhaus gilt insgesamt, es dürfen keine lärmproduzierenden Gegenstände benutzt werden. Mit Ausnahme von einfachen optischen Sehhilfen, wie zum Beispiel Brillen, dürfen sonstige optische Sicht- und Vergrößerungsgeräte, wie zum Beispiel Ferngläser, nicht genutzt werden. Transparente, Plakate und Banner sind nicht erlaubt. Das Zeigen von politischen Aussagen, beispielsweise auf Kleidungsstücken, ist nicht gestattet. Flugblätter dürfen im Rathaus und auch im Ballhaus Neue Welt nicht verteilt werden. Eine Störung der Sitzung, insbesondere durch Zwischenrufe, sind nicht gestattet. Im Zuschauerbereich, das heißt auf der Galerie, sind Handys und andere mobile Endgeräte auszuschalten. Diese Regeln wurden aus gegebenen Anlass angeordnet. Sie dienen insbesondere dazu, den ordnungsgemäßen Sitzungsverlauf zu gewährleisten und für alle, die an dieser Sitzung teilnehmen, gerade auch die Zuhörer, ein Mindestmaß an Ordnung und Sicherheit herzustellen. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. Vor Eintritt in die Tagesordnung, jetzt kommen wir zu den allgemeinen Regularien.
Für die Unterzeichnung der Niederschrift schlage ich Ihnen den Stadtrat Kai Leonard von der Fraktion SPD Grüne Tierschutzpartei vor und Stadtrat Dr. Michael Luther von der Fraktion CDU/FDP. Erhebt sich hier gegen Widerspruch? Das sehe ich nicht. Somit ist das beschlossen. Dann möchte ich auf das Mitwirkungsgebot gemäß § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung hinweisen und bitte Sie, anhand der Tagesordnung zu prüfen, ob bei Ihnen zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung Ausschließungsgründe nach § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung vorliegen. In diesen Fällen, bei denen ein Stadtrat Befangenheit anzeigt, sollte dies vor Beginn der Behandlung dieser Angelegenheit öffentlich mitgeteilt werden. Die Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates vom 26. November 2020 haben wir Ihnen zur Kenntnis gegeben. Einwendungen liegen mir bisher nicht vor und somit stelle ich Kenntnisnahme fest. Der ursprüngliche Tagesordnungspunkt 3.2, Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau, Wirtschaftsplan 2021, wird von der heutigen Tagesordnung genommen. Der Finanzausschuss hat hier eine weitere Lesung beantragt. Gibt es Ihrerseits Einwände oder Anmerkungen zur Tagesordnung? Herr Dürner und dann Herr Forster. Ich wiederhole der Tagesordnungspunkt 4.6. Es handelt sich um den Antrag der Fraktion SPD Grüne Tierschutzpartei zur Änderung der Hundesteuersatzung wird vom Einreicher geschoben in die nächste Sitzung. Herr Forster. Ich schlage hier jeweils nach einer Stunde eine fünfminütige Pause zu machen. Ich auf die Uhr gucken. 8 Minuten. Weitere Änderungen zur Tagesordnung sehe ich hier nicht. Dann komme ich zum Tagesordnungspunkt 2 der heutigen Stadtratssitzung und wir befinden uns bei dem Punkt Anfragen der Stadträte. Wir beginnen mit der Anfrage von Stadtrat Jens Heinzig. Die Anfrage galt zur geplanten Abschaffung des beitragsfreien Vorschuljahres. Stadtrat Heinzig fragt, ob oder die Anfrage lautet, am 19.01.2021 haben Sie sich anlässlich Ihrer ersten 100 Tage, damit bin ich gemeint, im Amt bei MDR Sachsen im Radio und im Fernsehen sinngemäß wie folgt geäußert. Ich möchte Zwickau noch lebenswerter machen, insbesondere für junge Leute, in Klammern junge Familien. Wie ist diese begrüßenswerte Aussage mit der von Ihnen vorgeschlagenen Abschaffung des beitragsfreien Vorschuljahres zu vereinbaren? Und glauben Sie, dass Zwickau durch die Abschaffung des beitragsfreien Vorschuljahres für junge Leute bzw. junge Familien lebenswerter wird? Diese Anfrage wurde schriftlich wie folgt beantwortet. Sehr geehrter Stadtrat Heinzig, für Ihre Anfrage danke ich Ihnen. Ich halte die Abschaffung des beitragsfreien Vorschuljahres aus 3 Gründen für verantwortbar. Erstens trug das kostenfreie Vorschuljahr nicht dazu bei, dass mehr Kinder in unseren Kitas angemeldet wurden. Dieser Aspekt der Bildungsgerechtigkeit und der Förderung der Chancengleichheit, der auch eine Rolle spielte, wurde somit nicht erreicht, was nicht zuletzt mit der hohen Betreuungsquote zusammenhängt. Zweitens gelingt es im Gegenzug, die Kita-Beiträge konstant zu halten. Und das, wie Sie wissen, schon seit mehreren Jahren. Davon profitieren alle Eltern, deren Kinder Kitas besuchen, was sicher auch ein Beitrag ist, Zwickau lebenswerter zu machen. Drittens,
Wir, also die Personen, die heute Verantwortung tragen, müssen auch darauf bedacht sein, unseren Nachfolgern und unseren Kindern eine gut aufgestellte Stadt zu übergeben. Es brächte wenig, wenn wir heute freiwillige Leistungen anbieten und unsere Kinder letztlich die Rechnung bezahlen, weil sie sich dann verstärkt um die Haushaltskonsolidierung kümmern müssen. Auch das hat was mit lebenswerter Stadt zu tun. Die nächste Anfrage kam von Stadtrat Danny Schäfer und ich übergebe an Frau Köhler. Kurze Frage, soll ich die Anfrage verlesen? Wie Sie möchten. Der Stadtrat Schäfer fragt an zur Verkehrssicherheit an der Ampelanlage Kolbingstraße, Ecke Grimmitschauer Straße. Auf der Kreuzung kommt es regelmäßig auf der linken Linksabbiegespur zu Problemen mit LKWs, wenn die Ampel auf Rot zeigt. Da der Platz von der Grimmitschauer Straße rechts abbiegend auf die Kolbingstraße für LKWs nicht ausreicht. Meine Frage dazu: Wie ist es möglich, zeitnah die Haltelinie auf der Linksabbiegerspur Kolbingstraße so weit zurückzusetzen, dass es größeren Fahrzeugen problemlos möglich ist, von der Grimmitschauer Straße rechts auf die Kolbingstraße abzubiegen, um diese Engstelle zu vermeiden? Die Beantwortung übernimmt Bürgermeisterin Katrin Köhler. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Schäfer, das Tiefbauamt hat aufgrund Ihres Vorschlags hier die Prüfung begonnen. Wir haben eine Reihe von fachlichen Argumenten, die auch für die jetzige Lösung sprechen. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir das in einem gemeinsamen Gespräch mal abwägen, Ihre Vorstellung und die vom Tiefbauamt. Und einen Termin werde ich Ihnen nennen, werden wir gemeinsam abstimmen. Die nächste Anfrage ist vom Stadtrat Danny Schäfer. Diese richtet sich auch an die Verkehrssicherheit an der Ampelanlage Talstraße, Ecke Kolbingstraße, stadtauswärts. Das Signal der Ampelanlage ist für das erste links abbiegende Fahrzeug, wenn es bis zur Haltelinie vorfährt, sehr schlecht einsehbar. Meine Frage dazu: Ist es möglich, eine zusätzliche linksabbiegende Ampel in optimale Sichtweise, zum Beispiel links auf dem Gehweg, wo schon eine Straßenlaterne steht, zu installieren? Beantwortung Frau Bürgermeisterin Katrin Köhler. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Schäfer, wir haben es in der Beantwortung umfangreich ausgeführt. So einfach ist es nicht, obwohl uns das selbst auch schon aufgefallen ist. Gegenwärtig geht das ohne erheblichen Aufwand nicht, den Leitungsbestand zu ändern. Und genau haben wir Ihnen das in der Beantwortung begründet. Die nächste Anfrage kommt von Stadträtin Ute Brückner. Wie ist der Stand in den Vorbereitungen der Verwaltung für den Internationalen Frauentag von Mini Zwickau und dem Kinderfest Zwiggifax? Die Beantwortung übernimmt Herr Lasch. Sehr geehrte Frau Stadträtin Brückner, Ihre Anfrage im Vorfeld des Stadtrates möchte ich nachfolgend beantworten. Internationaler Frauentag am 8. März 2021. Das Büro der Gleichstellungs-, Ausländer- und Integrationsbeauftragten plant in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation keine Präsenzveranstaltung zum Internationalen Frauentag. Zurzeit finden Überlegungen statt, eine sogenannte Videovariante von ca. 30 bis 45 Minuten über die Internetseite der Stadt Zwickau zu präsentieren. Dabei sollen Frauen aus Zwickau kurze Geschichten aus ihrem Leben erzählen, die anderen Frauen Mut machen sollen, sich stets einzusetzen, zu verwirklichen und weiterzuentwickeln. Mini Zwickau. Die traditionelle Kinderspielstadt Mini Zwickau ist ein beliebtes und pädagogisch wertvolles Ferienangebot, welches bereits seit über 10 Jahren besteht. Da dieser Höhepunkt stets zu Beginn der Sommerferien stattfindet, ist eine frühzeitige Vorbereitung besonders wichtig. Eine zuverlässige Planung ist in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen direkten und indirekten Auswirkungen nicht möglich. Als Konsequenz wird die Durchführung von Mini Zwickau schon zu diesem frühen Zeitpunkt als nicht realistisch eingeschätzt. Als Alternative sollen die kommunalen Kinder- und Jugendfreizeitstätten für den Zeitraum der diesjährigen Sommerferien umfangreichere Ferienspiele und Aktivitäten organisieren.
Hierfür besteht eine wesentlich höhere Planungssicherheit und vor allem Flexibilität im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen. Zwickifax, die Veranstaltung ist für Samstag, den 11.09.2021 geplant. Zum aktuellen Zeitpunkt ist keine Absage vorgesehen und es wird an der Durchführung festgehalten. Jedoch prüft die Verwaltung intensiv, unter welchen Bedingungen dies denkbar wäre. Hierzu laufen umfangreiche Gespräche mit den Mitorganisatoren. Auch für diese Veranstaltung ist eine zuverlässige Planung äußerst schwierig. Sollte das Kinder- und Familienfest stattfinden, müsste die Veranstaltung erheblich anders ablaufen als bisher gewohnt. Die nächste Anfrage wurde von Stadtrat Christian Siegel eingereicht. Er bezieht sich auf den Winterdienst. Ist es möglich, den Marienthaler Bachweg zwischen Robert-Blum-Straße und Stiftstraße so von Schnee und Eis zu beräumen, dass er für die Betreuerinnen und Betreuer sowie die Bewohnerinnen und Bewohner des ASB Seniorenpflegeheims und des betreuten Wohnens auch im Winter mit Rollatoren und Rollstühlen gefahrlos zu benutzen ist? Dieser Weg ist für die Seniorinnen und Senioren der Hauptverbindungsweg in die Innenstadt. Ist es weiterhin möglich, dass der Winterdienst bei der Schneeberäumung auch die Fahrradwege und Fahrradspuren auf den Fahrbahnen mit freiräumt? Leider wird oft der Schnee von der Autospur auf die Fahrradspur geschoben, sodass diese nicht mehr zu benutzen sind. Hier liegt ein Foto als Anlage bei. Ich habe hier zwei Bitten in Fragen formuliert, in der Hoffnung, dass diese auch Gehör finden. Die zweite Bitte hatte ich schon mehrfach in den letzten Wintern vorgetragen, leider bisher ohne Resultat. Die Beantwortung übernimmt Bürgermeisterin Katrin Köhler. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Siegel, also der Winterdienst auf dem Bereich des Marienthaler Bachweges ist fremdvergeben. Über den Monat Januar hat es auch dort sehr gut geklappt. Also wir hatten dort 12 Einsätze zu verzeichnen. Wir werden es dennoch nochmals weitergeben, gerade weil Sie ja gesagt haben, es ist ja zu Recht gesagt haben, der Hauptverbindungsweg für die dort lebenden Senioren. Wie sieht es aus mit der Beräumung von Radstreifen? Wenn allein gestreut wird, dann ist das kein Problem, kommt das Beräumen mit hinzu, dann hat, und das denke ich, stößt auf Verständnis bei allen, die Fahrbahn den Vorrang, dann müssen wir sehen, dass der Fußweg auch halbwegs frei bleiben kann und nachrangig sind dann natürlich in diesem Fall Radwege, das muss man einfach so sagen, aber gerade bei dem Foto, was Sie eingereicht haben, ist es nach unserer Einschätzung so, dass das hier auf das Verhalten von Anwohnern zurückzuführen war, die den Schnee ihrer Grundstückszufahrten auf den Radfahrstreifen abgelagert haben. Und auch gerade diesen Hinweis, dass natürlich nicht nur die Kommune, wenn sie Winterdienst macht, sondern auch die Anwohner mit darauf sehen, werden wir in einer der nächsten Veröffentlichungen zum Winterdienst auch nochmal mit aufnehmen. Vielen Dank. Die nächste Anfrage kam von Stadtrat Georgi, bezieht sich auf den Zufahrtsschutz für Großveranstaltungen. Im April 2020 begründete die damalige Oberbürgermeisterin Pia Findeis eine Notfallentscheidung durch die Covid-19-Pandemie. Notwendige Entscheidungen wurden daher ohne die Stadträte getroffen. Laut der drei von mir eingereichten Bilder eines Anwohners befinden sich auf dem ehemaligen Fahrübungsplatz der Lengenfelder Straße in Zwickau ein neu eingekauftes Zufahrtsschutzsystem für Großveranstaltungen. Da bei einer Pandemie keine Großveranstaltungen stattfinden sollen und dürfen, stellen sich mir folgende Fragen. Erstens, gab es im April 2020 einen begründeten Terrorverdacht, Notfall oder welche Gründe lagen der Stadtverwaltung Zwickau bzw. der damaligen Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis vor, um diese Eilentscheidung zu treffen, in Klammern Haushaltssperre? Zweitens, wäre es nicht sinnvoller gewesen, bei der damaligen Situation Corona-bedingt in Klammern keine Großveranstaltung möglich, den Zufahrtsschutz auf Leihbasis zu erwerben und somit Kosten zu sparen? Drittens, warum wurde vorsätzlich kein Preisvergleich getätigt, um ca. 600.000 Euro nicht zu begründen? Die Beantwortung übernimmt Bürgermeister Sebastian Lasch. Sehr geehrter Herr Stadtrat Georgi,
Ihre Fragen möchte ich nachfolgend beantworten. Erstens, der Begriff Terrorgefahr ist eine abstrakte Gefährdungslage. Konkrete Hinweise auf einen bevorstehenden Terroranschlag lagen nicht vor. Der Grund der Beschaffung war die Herstellung eines nach den international gültigen Normen zertifizierten Zufahrtsschutzes für Großveranstaltungen mit dem Ziel, die Einsatzfähigkeit zum damals noch geplanten Stadtfest 2020 herzustellen. Zweitens, die Beschaffung eines solchen Systems auf Leihbasis war für die auf die Gegebenheiten der Zwickauer Innenstadt abgestimmten Schutzmaßnahmen mangels eines geeigneten Anbieters nicht möglich. Drittens, für die geforderten Gegebenheiten gab es keine gleichwertigen Alternativen. Die ausgewählte Technik wird vom Hersteller exklusiv vertrieben. Zertifizierte Produkte anderer Anbieter erreichten nicht die erforderliche Schutzwirkung bzw. schränken aufgrund ihrer Bau- und Einsatzart die erforderliche Erreichbarkeit des abgesperrten Bereiches für Rettungskräfte erheblich ein, sodass diese nicht geeignet sind. Vielen Dank. Auch die nächste Anfrage wurde von Stadtrat Herrn Georgi zur Übersterblichkeit in Zwickau an die Stadtverwaltung gestellt. Herr Georgi fragt an, das Statistische Bundesamt veröffentlichte am 01.01.2021 auf der Internetseite destatis.de Sterbefallzahlen und Übersterblichkeit während der Corona-Pandemie. Dort heißt es, in Anführungsstrichen, die überdurchschnittlichen hohen Sterbefallzahlen im November 2020 sind fast ausschließlich auf eine Zunahme der ab 80-Jährigen zurückzuführen. Die Sterbefallzahlen der unter 80-Jährigen sind hingegen auf dem Niveau der Vorjahre. Langfristig betrachtet hat sich auch die Altersstruktur der Bevölkerung in den vergangenen Jahren verändert. Die Zahl der Menschen ab 80 Jahren ist von 2015 bis 2019 von 4,7 Millionen auf 5,7 Millionen gestiegen. Neben den direkten und indirekten Folgen der Covid-19-Pandemie können auch solche Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung zu überdurchschnittlichen Sterbefallzahlen beitragen. Für eine abschließende Einordnung der Sterblichkeitsentwicklung eines Jahres werden die Sterbefälle unter anderem ins Verhältnis zur Bevölkerung gesetzt, um beispielsweise auch den Alterungsprozess der Bevölkerung adäquat einzubeziehen. Die dafür erforderlichen endgültigen Ergebnisse werden erst Mitte des Jahres 2021 vorliegen. Die vorläufigen Sterbefallzahlen beziehen sich auf den Sterbetag, nicht auf das Meldedatum. Da die gemeldeten Covid-19-Todesfälle vom RKI nach Sterbetag ebenfalls mit einem Verzug von 4 Wochen veröffentlicht werden, ist ein zeitlicher Vergleich mit dem vorläufigen Gesamtsterbefallzahlen möglich. Zitat Ende. Die Freie Presse und auch der Stadtsprecher Zwickaus, Matthias Merz, schrieben am 15. Januar 2021, dass 200 Menschen in Zwickau mit Todesursache Corona verstarben und die Todesrate hat sich im Dezember mehr als verdoppelt. Weiterhin würden im städtischen Krematorium am Hauptfriedhof 21 Kremierungen pro Schicht durchgeführt, 5 Mitarbeiter aufgestockt, Wochenende und Feiertage im Dreischichtsystem gearbeitet. Es gäbe eine Überlastung bzw. eine Auslastung der Krematorien in Zwickau. Aufgrund meiner eigenen Recherchen wurde mir mehrfach berichtet, dass der Verwaltungsakt für eine Einäscherung 4-mal länger braucht durch die aktuelle Corona-Eindämmungsmaßnahmen als sonst üblich. Es gibt keine persönlichen Zustellungen mehr, sondern alles funktioniert nur noch auf dem Postweg. Weiterhin wurde mir mehrfach berichtet, dass in den städtischen Krematorium des Hauptfriedhofs seit geringerer Zeit nur einer der beiden Verbrennungsöfen funktionsfähig sei, da bei dem anderen eine Filteranlage von ca. 400.000 Euro fehlt. Nun stellen sich folgende Fragen. Erstens, welches Durchschnittsalter betrugen die gemeldeten Corona-Todesfälle in Zwickau und wurde der Sterbetag oder der Meldetag in Zwickaus Todesfallstatistik aufgeführt? Wie viele Menschen in Zwickau verstarben an
Und wie viele mit Covid-19 und werden an Corona Verstorbene einer Autopsie unterzogen, um andere Todesfälle auszuschließen? Zweitens, betreff des Hauptfriedhofes der Stadt Zwickau. Wie viele Mitarbeiter sind pro Schicht im Einsatz und wie hoch ist die Kapazität pro Ofen oder Schicht? Wie viele von den 2 vorhandenen Öfen sind derzeit funktionsfähig? Die Beantwortung übernimmt Bürgermeisterin Katrin Köhler. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Georgi, zur ersten Frage. Zum Durchschnittsalter der Verstorbenen führt das Standesamt keine Statistik. Eine Einzelauswertung aller Sterbefälle zu diesem Zwecke war dem Standesamt seit Einreichung Ihrer Frage vor 2 Tagen kurzfristig auch nicht möglich. In der vorhandenen veröffentlichten Statistik zu den Sterbefallzahlen des Standesamtes wurde, wie Sie selbst auch geschrieben haben, vom Sterbetag ausgegangen. Bei ca. 200 der im Dezember Verstorbenen in Zwickau wurde durch den ausstellenden Arzt im Totenschein Covid-19 vermerkt. Unter www.landkreiszwickau.de wurden per 27.01.2021 708 Todesfälle kumulativ für den gesamten Landkreis angegeben. Eine Aussage, ob die Verstorbenen obduziert werden, ist der Stadtverwaltung Zwickau nicht möglich. Die Zuständigkeit liegt hier beim Gesundheitsamt des Landkreises. Zur zweiten Frage, die auf das Krematorium zielt. Im Krematorium in Zwickau sind 8 Mitarbeiter beschäftigt. Diese sind neben der Kremation selbst mit der Vor- und Nachbereitung der Einäscherung, mit der Abholung und Versorgung von Verstorbenen, der Vorbereitung der 2. Leichenschau sowie mit der Durchführung von Trauerfeiern und Beisetzungen beschäftigt. Zusätzlich standen und stehen bis zu 5 Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamtes hierfür zur Verfügung. Die Anzahl der Mitarbeiter pro Schicht richtet sich nach den anfallenden Arbeiten und der Anzahl der Verstorbenen. Im 3-Schicht-System können pro Tag bis zu 22 Verstorbene eingeäschert werden. Unser Krematorium verfügt über 2 Öfen, die abwechselnd voneinander wechselseitig betrieben werden können, da sie eine gemeinsame Filteranlage nutzen. Beide Öfen sind funktionsfähig. Parallel laufen gegenwärtig die Umbauarbeiten in der Form, dass zukünftig beide Öfen bei Erfordernis gleichzeitig arbeiten können. Diese Maßnahme wurde zurückliegend im Bau- und Verkehrsausschuss beschlossen. Vielen Dank. Die nächste Anfrage kommt von Stadtrat Thomas Kutzki. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, das ISP Eduard-Pestel-Institut für Systemforschung E.V. Hannover errechnete einen Bedarf von 6,3 Millionen Sozialmietwohnungen in größeren Städten. Aktuell gibt es jedoch bundesweit lediglich rund 1,2 Millionen Sozialwohnungen und der Bestand sinkt stetig. Wie ist die Situation in Zwickau und speziell bei der städtischen Gebäude- und Grundstücksgesellschaft? Wie viele Sozialwohnungen gibt es derzeit? Wo liegt der mittlere Durchschnittsmietpreis pro Quadratmeter? Wie viele Sozialwohnungen sind der dauerhaften Preisbindung zu unterworfen? Ist angedacht, alle Sozialwohnungen dauerhaft preislich zu binden? Bei wie vielen Sozialwohnungen läuft wann die Preisbindung aus? Wie viele Zwangsräumungen wurden durch die GGZ in den letzten 5 Jahren veranlasst? Die Beantwortung übernimmt Bürgermeister Sebastian Lasch. Sehr geehrter Herr Stadtrat Kutzki, vielen Dank für Ihre Anfrage vom 26.01.2021. Aufgrund der Vielfalt Ihrer Fragestellung und der Tatsache, dass die meisten Fragen nicht durch die Stadtverwaltung zu beantworten sind, habe ich Ihre Fragen an die GGZ, aber auch die Wohnungsbaugenossenschaften weitergeleitet, mit der Bitte um zügige Beantwortung. Aufgrund der Kürze der Zeit liegen mir jedoch erwartungsgemäß noch keine Antworten vor, sodass ich dies schriftlich nachholen möchte, sobald mir alle Antworten der Gesellschaften vorliegen. Vielen Dank. Die nächste Anfrage und auf meiner Liste die letzte ist eine Anfrage von Stadtrat Lars Dürner. Wie ich kürzlich erfahren habe, bekommt die Freiwillige Feuerwehr keine Schutzmasken gestellt.
Sie müssen sich die notwendigen FFP2-Masken selbstständig und auf eigene Kosten besorgen. Ich finde diesen Zustand nicht hinnehmbar. Ich stelle daher folgende Fragen. Warum werden die freiwilligen Feuerwehren im Bereich Schutzausrüstung anders behandelt als die Berufsfeuerwehr? Zweitens, welche Möglichkeit sieht die Verwaltung, diesen Zustand schnell und unkompliziert abzustellen? Drittens, welche Kosten müssen hierfür eingeplant werden? Sehr geehrter Herr Stadtrat Dürner, Ihre Fragen möchten wir Ihnen wie folgt beantworten. Seit dem Beginn der Pandemie ist es oberstes Ziel, die Leistungsfähigkeit aller Feuerwehren der Stadt Zwickau aufrechtzuerhalten und diese natürlich mit den geeigneten Schutzmaßnahmen auch langfristig zu sichern. Eine Ungleichbehandlung zwischen den freiwilligen Feuerwehren und der Stadt Zwickau gibt es nicht und wird es auch zukünftig nicht geben. Grundsätzlich erhalten alle Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren beim Einsatz ebenso wie die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, in Klammern OP-Maske. Diese Maßnahme läuft bereits seit November 2020. Nach entsprechendem Verbrauch in den Freiwilligen Feuerwehren und Meldung im Feuerwehramt erfolgt noch am gleichen Tag, spätestens jedoch am nächsten Werktag, die Bereitstellung entsprechender Reserven. Die Wehrleiter sind hierüber entsprechend eingewiesen. Weiterhin werden für alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Verhaltensregeln aufgestellt, die das Infektionsrisiko während eines gesamten Einsatzes nach Möglichkeit ausschließen sollen. Einsätze mit erhöhtem Infektionsrisiko, zum Beispiel Tragehilfe für den Rettungsdienst, werden durch die Berufsfeuerwehr durchgeführt. Sollte der seltene Fall eintreten, dass hierfür eine freiwillige Feuerwehr zum Einsatz kommt, so werden die tätigen Kameradinnen und Kameraden vom Rettungsdienst mit FFP2-Masken ausgerüstet. Aufgrund der angeordneten Maßnahmen bei allen Feuerwehren der Stadt Zwickau bezüglich des Infektionsgeschehens war bisher die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren der Stadt Zwickau noch nie gefährdet. Mit dem Inkrafttreten der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung am 28.01.2021 wurden neue Anforderungen bezüglich des Tragens von medizinischen Masken für die Allgemeinheit festgelegt. Weiterhin hat der DGUV, Fachbereich Feuerwehr, aktuell weitergehende Hinweise diesbezüglich veröffentlicht. Hier werden mindestens medizinische Gesichtsmasken gemäß der DIN EN 14683-2019-10, auch medizinischer Mund-Nasen-Schutz genannt, empfohlen. Dies haben wir, wie schon ausgeführt, seit letzten November umgesetzt. Aufgrund von Gefährdungsbeurteilung werden wir ständig die notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor einer möglichen Infektion aller Feuerwehreinsatzkräfte bewerten und fortschreiben. Sollte sich aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung ergeben, dass FFP2-Masken für den Feuerwehreinsatz notwendig werden, werden wir alle Zwickauer Feuerwehren damit ausstatten. Bei einer Bereitstellung von FFP2-Masken für alle Feuerwehren in minimaler Stückzahl, je Einsatz eine FFP2-Maske, würden Kosten in Höhe von ca. 1.000 Euro auflaufen. Für eine längerfristige Ausstattung mit FFP2-Masken würden sich die Kosten entsprechend erhöhen. Weitere Anfragen liegen mir jetzt nicht vor und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt und steigen in die Beschlussvorlage zu Sachentscheidungen ein. Als erster Tagesordnungspunkt ist die Beschlussvorlage zum Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau, Wirtschaftsplan 2021 auf der Tagesordnung. Im Finanzausschuss wurde diese Vorlage mit 7 Ja-Stimmen bedacht. Herr Bürgermeister Lasch wird die Vorlage kurz vorstellen. Dieser bedarf nach der sächsischen Eigenbetriebsverordnung der Zustimmung des Stadtrates. Für die einzelnen Zahlen verweise ich auf den als Anlage eingefügten Entwurf des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2021. Der Erfolgsplan weist mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Der durch Mittel aus dem städtischen Haushalt auszugleichende Jahresverlust
liegen mit 1,8 Millionen Euro rund 228.000 Euro höher als der Verlustausgleich für das Jahr 2020. Hauptgrund ist dabei die um 177.000 Euro gestiegene Jahresmiete für die Unterrichtsgebäude. Diese Steigerung resultiert aus neuen Vorschriften zur internen Leistungsverrechnung und fällt beim Hochbauamt als höherer Ertrag an. Der Eigenanteil des Konservatoriums an der Gesamtfinanzierung beträgt 24%. Detaillierte Erläuterungen enthält der Vorbericht des Wirtschaftsplans. Der laufende Betrieb des Konservatoriums kann weiterhin nur durch hohe öffentliche Zuschüsse finanziert werden. Für das Geschäftsjahr 2021 plant der Eigenbetrieb mit rückläufigen Umsatzerlösen sowie gleichbleibenden Zuschüssen des Freistaates Sachsen und des Kulturraums Vogtland-Zwickau. Wie lange sich die gravierenden Einschränkungen durch die Corona-Krise fortsetzen, bleibt abzuwarten. Die Stellenübersicht zeigt sich für das Planjahr 2021 unverändert. Der Personalabbau im Bereich des Erzieherpersonals im Internat wirkt sich in 2021 erstmals ganzjährig aus. Das Thema Internat hat wie in den Vorjahren die Diskussion im Finanzausschuss geprägt. Die Auslastung des Internats muss als unbefriedigend gekennzeichnet werden. Gleichzeitig ist die enge Kooperation mit dem Klammermin-Gymnasium, die den Betrieb des Internats notwendig macht, eine langjährige und wertvolle Tradition, die ein Alleinstellungsmerkmal unseres Konservatoriums in Sachsen ist und tolle musikalische Talente hervorgebracht hat. Für dieses und das kommende Jahr sollen verstärkte Anstrengungen zur Vermarktung des Internatsangebotes, vor allem im Hinblick auf Auszubildende, unternommen werden. Spätestens mit dem Wirtschaftsplan 2023 muss dann aber eine Entscheidung zur Zukunft des Internats getroffen werden. Der Finanzausschuss hat Ihnen in seiner Sitzung am 8.12.2020 die Vorlage mehrheitlich zur Beschlussfassung empfohlen und auch ich bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. Gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt Rede? Ja, Herr Dresel. Ein Hinweis, es stehen auch im hinteren Bereich noch Mikrofon bereit. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, der Stadtratsmitglieder. Ich gehöre zu denen, die im Finanzausschuss sich enthalten haben. Und der Bürgermeister sagt das schon bereits, es geht um das Internat. Und diejenigen, die hier schon einmal am Rat sind, wissen, dass das eigentlich für uns ein Dauerbrenner ist. Und das hat in diesem Fall nichts mit Corona zu tun. Ich habe die Worte jetzt sehr gehört, ich werde mich trotzdem wieder hier enthalten, aber das als Signal, dass mit dem Konservatorium wirklich etwas geschehen muss. Bei einem gestiegenen Zuschussbedarf von mittlerweile 272.900 ist das wirklich eine Größenordnung erreicht in unserer finanziellen Gesamtsituation, wo es jetzt wirklich mal gehandelt werden muss. Ich freue mich drüber, wenn es dort jetzt Konzepte gibt, aber um das jetzt nochmal deutlich zu machen, mit entsprechendem Nachdruck zu verleihen, werde ich mich, wie gesagt, jetzt enthalten. Danke für die Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen? Herr Busch, bitte. Ich möchte kurz eine Erklärung abgeben zum Abstimmungsverhalten unserer Fraktion. Also wir haben nach Diskussion uns dazu entschlossen, dem Wirtschaftsplan für 2021 zuzustimmen, aber mit der gleichen Maßgabe, was der Stadtrat Drechsel eben auch schon angesprochen hat, dass wir die Situation im Internat äußerst kritisch sehen, da die Auslastung des Internats völlig unbefriedigend ist und die Personalkosten dementsprechend viel zu hoch. Und was vor allen Dingen zu bemerken ist, dass nur eine geringe Anzahl von Musikschülern wirklich im Internat untergebracht sind und eigentlich der größere Teil von Außenstehenden sind, die eigentlich dort genau genommen gar nicht untergebracht werden müssten. Wir geben, wie gesagt, als Aufgabe an die Konservatoriumsleitung
für die nächsten Wirtschaftspläne auch über eine Schließung des Internats nachzudenken, wenn sich die Auslastung nicht gravierend verbessert. Herr Lasch möchte kurz noch einen Einwand bringen, danach Stadträtin Brückner. Ja, kein Einwand, aber vielleicht eine kurze Erklärung oder Einordnung. Herr Drechsel, also das Probleminternat ist bekannt, das habe ich gesagt, aber der erhöhte Zuschussbedarf jetzt für 21 beruht zum allergrößten Teil auf einer, ich sage mal, rein rechnerischen Größe, nämlich dass wir als Stadtverwaltung gehalten sind, unsere Leistungsbeziehungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben transparent darzulegen. Das heißt, die Miete, die das Konservatorium an die Stadt zahlt, steigt. Dafür fällt ein selber an anderer Stelle, aber in derselben Stadtverwaltung fallen dann wieder Erträge an. Also das ist eine rein rechnerische Größe. Fürs Internat fallen keine höheren Kosten an. Im Gegenteil, auch das zu Ihrem Herr Busch, wir haben versucht, die Personalkosten zu senken, indem wir das Wochenendangebot abgebaut haben und versuchen dort wirklich so wirtschaftlich wie eben möglich zu arbeiten. Wir werden das noch 2 Jahre versuchen, auch nochmal in die Vermarktung zu gehen, danach entsprechend die Konsequenzen ziehen. Und wenn ich noch auch zur Erklärung für die Öffentlichkeit in der Historie etwas zurückgehen darf. Das Internat war lange Zeit recht gut ausgelastet, auch mit eigenen Musikschülern, bis der Freistaat sich entschlossen hat, Schülerbeförderungskosten auch für sehr weit entfernte Schüler an solchen sogenannten Paragraph 4-Gymnasien zu erstatten. Das ist sicherlich eine gute Sache, auch gut gemeinte Sache, führt aber eben dazu, dass der Schüler aus Chemnitz oder Klingenthal jeden Tag sich hier befördern lassen kann auf Kosten der Landkreise der entsprechenden und eben dieses Internatsangebot nicht wahrnehmen muss. Und das ist also auch ein Problem, das eher nicht bei der Stadt Zwickau verursacht wurde. Stadträtin Brückner, bitte. Also uns ist es wichtig, dass die Verwaltung bei Zeiten in die Spur geht und dort natürlich die Auslastung auch erhöht. Ich muss einen Einwand bringen, was den Personaleinsatz betrifft. Das heißt, egal wie viele dort sind, es sind für bestimmte Sachen, muss ich das Personal vorhalten. Da gibt es Schichten und so weiter. Das heißt, das muss man berücksichtigen. Und weil hier der Einwurf kam von der AfD, na, da sind ja auch welche drin, die im Prinzip nicht in der Musikschule sind. Am Ende ist es wichtig, dass wir eine hohe Auslastung haben. Und je mehr Leute wir dort haben, das Personal bleibt dann im Prinzip gleich. Das heißt, ich muss gucken, die Auslastung in Bezug zum Personal. Und wir beauftragen die Verwaltung, dass sie dort konkret und zeitnah in die Spur geht. Wir haben uns dort auch schon kundig gemacht, haben dort Hinweise bekommen vom Internat und von anderen Einrichtungen, die gern das Internat auch füllen würden. Und ich denke, das lässt sich machen. Und wir geben der Verwaltung praktisch den Auftrag mit. Gibt es weitere Wortmeldungen? Stadtrat Sven Itzek. Ich möchte nur noch mal wiederholen, was der Kollege Drechsel gesagt hat. Dauerthema Internat. Nicht erst seit gestern, Frau Brückner, geben wir der Verwaltung mit. Der Verwaltung wird immer wieder mitgegeben. Und Bürgermeister Lasch hat es doch gerade erklärt. Wird nicht mehr benötigt wegen der Schülerbeförderung. Die drehen wir jetzt zurück. Und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir was Artfremdes erhalten? Dass wir ein bisschen Personal dort haben. Sicherlich ein Ansatz, den man wählen kann, aber wenn wir es bezuschussen, eigentlich nicht. Wollen wir noch mal 2 Jahre probieren? Oder will man denn endlich mal verstehen, dass Dinge, die nicht mehr zeitgemäß sind und artfremd dazu, früher mal gut ausgelastet waren, dann auch irgendwann mal den Zeitpunkt erreicht haben, wo man es nicht mehr benötigt? Das ist eigentlich die Frage. Deswegen schließe ich mich dem Herrn Drechsel heute an und werde mich dieser Vorlage enthalten. Dankeschön. Herr Lasch, bitte. Also um das nochmal ganz kurz anzureißen, was ich schon in meinen ersten Ausführungen sagen wollte, das Internat wird
benötigt. Es wird zwar leider nur in geringem Umfang, zurzeit mit 10 Schülern benötigt. Wir sind bemüht, das zu steigern, aber das Angebot, was es zurzeit gibt, Clara-Wieck-Gymnasium mit musikalischer Vertiefung und erweiterter musikalischer Ausbildung am Clara-Wieck-Gymnasium, ist nur mit dem Internat machbar und das ist ein Angebot, das es nach meiner Kenntnis hier in Mitteldeutschland sonst nur noch in Weimar und Dresden gibt. Also das ist für die Musikkultur und das Bildungswesen in Zwickau eine echte Bereicherung. Und deswegen nochmal der Versuch, das anzugehen und gründliche Überlegungen, wie wir das weiterentwickeln können. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich stelle den Tagesordnungspunkt 3.1 zur Abstimmung und bitte die Stadträte um ihr Handzeichen. Wer gibt der Beschlussvorlage seine Zustimmung? Gegenstimmen? Enthaltungen? Mit wenigen Enthaltungen und gegen einer Gegenstimme ist die meiner Zustimmung, Frau Meier. Ist der Wirtschaftsplan somit bestätigt? Ich schaue auf die Uhr. Wir haben es jetzt 16.46 Uhr. In Anbetracht dessen, dass der nächste Tagesordnungspunkt etwas umfangreicher ist, würde ich die Pause jetzt bis 16.56 Uhr festlegen. Bedenken Sie aber, das Abnehmen der Masken geht nur außerhalb der neuen Welt. Und dann bitte ich aber, pünktlich wieder am Platz zu erscheinen. Thank you.